Hannigan, der hat mir wehgetan. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Film me. Mhm. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Ich frage mich ja schon ein bisschen, warum da einfach kein Hintergrund ist. Naja. Willkommen zu Hello Kitty im Winterwunderland Part 35. Wir haben letztes Mal den Nazi-reitenden Dinosaurierkönig besiegt. Und jetzt müssen wir die Zuckerfee-Prinzessin aus dem Schloss des Untergrundglobs befreien. Aua. Bist du denn drauf, ey? Hast du eine posttraumatische Belastungsstörung oder was? Oha. Er hat das unkaputtbare Fenster kaputt gemacht. Leon hat natürlich was dazu zu sagen, beziehungsweise er denkt sich was. Frau in Rot, irgendwie sehr vertraut. Lady in Red. Ja, würde ich mal sagen, ist bestimmt nicht Ada Wong. Bestimmt nicht. So. Wow! Beim Pissen gemeuchelt. Du liegst in deinem Saft, beim Pissen gemeuchelt. Die Hand noch am Schaft, es ist aus. Denn ich hab dir den Kopf abgetreten mit meinem Fuß. So, so langsam habe ich ein bisschen zu viele Brandgranaten, aber das Gute ist, was ich weiß, was ihr vielleicht noch nicht wisst, wir haben gleich genug Zeit, die Dinger zu benutzen und genug Möglichkeiten. Das Bild eines Sees. Ich erkenne da gar nichts drauf. Ich erkenne da braune. Weißt du Bescheid? Das sieht nicht wie ein See aus. Das sieht einfach nur aus, als hätte jemand sich die Arschbacken mit verschiedenen Brauntönen angemalt und wäre da einmal so rüber gerobbt. Oder so. Naja. So, ey, good looking. What you got cooking? Ah, verdammt. Manchmal ist hier auch ein gutes Ei drin. Also so ein richtig gutes. Es gibt halt weiße und braune und. Ne? So richtig gute Omnom-Schigenom-Nom-Eier. So. Mensch, wir sind ja schon in Kapitel 1.3. Okay. Puh. Ich kann dich sehen. Vielleicht sollte ich ihm einfach erstmal den Headshot geben hier. Den Headshot. In seine Windel. Bleib unten. Brandgranate, Bitch. Ups, die ging nicht weit genug. Wollte gar nicht beide werfen.
Naja, jetzt hab ich erstmal Zeit. Du darfst mich ruhig treffen. Das juckt mich nicht. Aber der dreckige Pisser hier. Diese Eier, ne? Diese Eier sind einfach das Beste an diesem Scheißspiel. So. Jetzt haben wir einen Rubin erhalten. Der ist natürlich auch nochmal ordentlich was wert. Und da oben ist noch ein Nest. In diesem Nest ist drinne ein Spinel. So, der Typ, der... Ach! Wie unauffällig, Uschi! Wie unauffällig! Ups. Keine Sorge. Hier herrscht Gleichberechtigung. So, rotes Kraut. Falsche Taste schon wieder. Echt, das wird mir noch so oft passieren in diesem verdammten Spiel, ne? Du. Ich weiß, auch ein bisschen blöd, ne? Naja. Macht nix. Die stehen da einfach und gucken und gucken und gucken. Vielleicht kriege ich... Ja, ich bin hier, hi. Easy. So, gleich wird's leider nicht so easy, denn wir kommen ins Dorf zurück. Und da sind dann auch wieder Einwohner, bin ich der Meinung. Die sind zurückgekommen vom Bingo. Und da heißt es aber einfach nur, dass wir an denen vorbeirennen müssen. Denn... Ich bin hier, hi. Oh mein Gott. Wir haben den Schlüssel und es gibt in diesem Dorf nichts mehr, was sich zu holen lohnt. Deswegen machen wir hier auf und gehen da rein. Und warum auch immer, folgen die uns nicht. Ne? Wisst ihr Bescheid? So. Die sind natürlich noch da oder wieder da oder was auch immer, wenn wir zurückgehen. Aber bis wir wieder zurückgehen, dauert das einen kleinen Moment. Ich würde sagen, oh, dauert schon eine Weile. So, jetzt muss ich mir überlegen. Ja, wir müssen speichern. Das ist hier verdammt wichtig. Denn, seht ihr gleich. Denn seht ihr gleich, weil wegen bla. So, oder bitte? Bitte? Da. Pistole reicht. Ich bin der Meinung hier... Ach, Quatsch. Genau, hier mussten wir das Ding abschießen und dann brennt das Wasser. Lol. Und dann kann man hier nämlich... Huch, wo hast du denn hingezielt? Die Schätze an der Decke abknallen. Ja. So. Und da ist er wieder. Dieser Charakter hat übrigens keinen Namen. Also er heißt halt echt einfach nur der Händler.
What are you selling? Und er ist auch nicht wirklich relevant für den Plot oder so. Er ist halt einfach nur da. Is that old school? Thank you. What are you buying? Da ist die Schulterstütze. Die wird mir das Zielen auf jeden Fall erleichtern. Oh ja, das wird sie. Und wie sie das wird. So, ich glaube, ich kann die Eier mal verkaufen. Oder wenigstens ein Ei verkaufen. Dann kann ich mir so noch eine Sache aufheben. Thank you. What are you selling? Verkaufen wir mal ein Ei. Hier, habe ich gesammelt. Bitteschön, 600 Peseten. Das ist ganz schön. Teuer für so ein Ei, oder? Mal gucken, was wir hier getunt kriegen. Da ist die TMP. So. Ja, Feuerkraft. So, das war's erstmal. Man kann natürlich nicht direkt von Anfang an alles auf das Maximum aufwerten. Das geht natürlich nicht. Man schaltet das halt erst im Verlauf des Spiels frei. Und ich klatsch am Anfang alles in die TMP. Denn das ist die beste Waffe. Eigentlich ist es nicht die beste Waffe, aber das ist die einzige Waffe, die ich das ganze Spiel über behalten werde. So, ich glaube, jetzt kommen wir zum Friedhof. Ja. Ich höre Raben, das heißt, hier ist auch wieder ein Nest irgendwo. Da ist das Nest. Da ist die Kirche. Ja, ich bin da. Hallo. Vierhundert. Na, Uschi? Was hast du da eigentlich im Gesicht? Ach so! Das ist deine Nase! Wow! Oh, ich das hasse. Ich bin es einfach so gewohnt, dass... Hat die Musik gerade aufgehört, bevor ich ihn gekillt habe? Ach, gut zu wissen. Naja, ne? Egal. Was wollte ich sagen? Digga, triffst du mal, dankeschön. So. Er hat gesagt, wir müssen 10-mal mindestens auf die Medaillen schießen oder 10 Medaillen zerstören. Wir werden sie alle zerstören, denn die sind alle hier. Also warum sollte ich jetzt noch 2 kaputt schießen, dann zu reden und sagen, ja, ich bin fertig, guck mal hier. Wo ich einfach gleich alle kaputt machen kann. Also, ne? Ist ja blödsinnig. Wenn ich doch weiß, wo die alle sind. Sehe ich ja auf der Karte. Ach, du wirfst doch schon. Hast dich selbst in die Luft gesprengt? Es ist ein langer und weiter Weg darum. Wollt ihr euch das wirklich antun? Oh, okay, meinetwegen. Da flog dein Gehirn. Aua! Du Penis. Alter, komm mit dem Kopf aus dem Grabstein, dankeschön. Jetzt kannst du wieder zurück in den Grabstein gehen. Da wirst du hin. Unter die Erde. Die haben mir wehgetan. Ja, komm. Tut ja nicht Schaden. Tut nie Schaden. So, da. Der hat sich selbst in die Luft gesprengt.
Würde ich mal fast behaupten. Und eine Brandgranate. Was diese Vögel alles so mit sich rumschleppen. So, gucken wir mal, ob das hier klappt schon. Oh, das war's. Einmal nur? Ich dachte, man muss dreimal schießen. Oh, okay. Wo bist du denn jetzt? Da bist du. Das ist so ein, wie soll man das sagen, so ein kleines Easter Eggchen. Dass, wenn man die Glocke läutet, dann die Typen kommen. Und Liebe mit dir machen wollen. Mit deinem zarten, süßen, amerikanischen, jungfräulichen Anus. Ah. Denn der Leon, ne? Für den Leon gibt es nur eine Frau. Und das ist Jesus. Was? Ups. Ich sollte vielleicht vorher nachgucken, ob ich nochmal nachladen muss. Ich bin es so gewohnt, unendlich Munition zu haben. Ja. Achso, ja, und auch, also, waren wir hier schon drin? Ja, hier waren wir schon drin. Was auch die freischaltbaren Sachen im Spiel angeht, es gibt verdammt viele Waffen, die man freischalten kann, beziehungsweise kaufen kann, aber man muss sie halt erstmal freischalten durch die verschiedenen Spielmodi, die man dann nach dem Hauptspiel spielen kann und so. Gehst du kaputt? Hallo, hör auf zu wackeln! Gott, wie der wackelt! Und es gibt, jedenfalls war das bei der PlayStation 2 Version so, und ich denke mal, da das hier auch alles geben wird, was es jemals für, ne? So, da gab es die Chicago Typewriter und die hat unendliche Munition gehabt und, ja, ich bin hier, hi. Kann ein... Und es macht Boom, wenn ich dich sehe. So, ach, dieses Drecksrätsel. Oh, dieses Rätsel. Oh, ich hasse es. Ah, ich vergesse jedes Mal wieder, wie es geht. Okay. Okay. Okay, pass auf. Ah, dieses Rätsel ist scheiße. Ja, kann es nur in Dreier- oder Vierer-Schritten drehen. Und ich vergesse jedes Mal. Ich vergesse jedes Mal, wie. Es ist... Ich bin der Meinung, es ist 333, 443 oder sowas. Aber habe ich das Lösungsbuch hier, zufälligerweise? Habe ich das hier? Ich habe das doch bestimmt irgendwo hier. Tisch enttäuscht mich nicht. Square Enix, nein, das ist schon hinter sie. Ah. Okay, wir versuchen es mit 333, 4443. Wenn es nicht stimmt, dann mache ich es halt normal. Bin aber der Meinung, dass es auch nicht falsch war. Jetzt geht der aus. Nee, er ist komplett falsch. Oder? Das war richtig! Ja! Ich habe das grüne Katzenauge! Das bedeutet... Wir haben einen neuen Stein für den Bierstein. Das heißt... Yay. So. Gucken wir mal auf die Karte. Immer wenn ich auf die Karte gehen will, ne? Ach ja. Ja. Fast vergessen. Da ist ja noch eine Medaille. Triff. Dankeschön. Brauchen wir nur noch drei. Oops. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her. Hurry! Ich mach, was ich will. Blöde Oschi. Hey, Platsch. Möchtest du eine Meerjungfrau sein? Na, jetzt ist es eh zu spät, oder? So. Und? Und hör's denn auf!
Wow, Diggy. Meine Fresse, Mann. Kannst du nicht woanders behindert sein? Alter, Leon, ne? Ich weiß nicht, wo du dich hindrehst, aber mach das bitte nicht. So, warte, da, genau, da ist noch eine. Und da ist noch eine. Und da ist die letzte. So. Ja, dann fressen wir mal das letzte Ei. So, hier liegt Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtigen anbelangt, ist die Ergreifung von Luis wichtiger als die des Amerikaners. Was Luis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt andere als die vom Lord erwünschten Folgen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit der Ami sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Sadlers Erlaubnis. Beim See ist ein Schlüssel, aber der ist sicher, seit der Lago von unserem Lord geweckt wurde. Niemand kehrt lebend vom See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners. Früher oder später wird er einer von uns. Und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. Ah, scheiße! Ganz vergessen! Ich habe eben noch dran gedacht, ne? Und dann lese ich das und denke so, ja! Geil! Ah, verdammt nochmal. Schlange, komm her. Verdammt. Wenn man die Schlange schnell genug tötet, kriegt man ein goldenes Ei von denen. Jetzt kriege ich nur ein weißes. Schade, Marmelade. Aber das Schöne ist, jetzt ist hier kein hässlicher Platz frei und, ne? So mögen wir das. Mein Mikrofon ist runtergerutscht. Hallo Mikrofon. So, ich habe alle Medaillen. Aber da ich glaube aber. Ja, da vorne kann ich direkt weitergehen. Ich muss nicht zurück. Hi! Na? Die einfach mal seinen Kopf wegplatzt, ey. So. Ah ja, genau. Das hier ist einer der wenigen Stellen, an denen die Blendgranaten besser sind als alles andere. Denn auf diesem Platz seht ihr haufenweise Vögelchen. Und die fliegen gleich alle weg. Deswegen machen wir das. Ne? Und erhalten einfach mal ein Shitload an Knete und noch eine Blendgranate. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet für jeden dieser verdammten Vögel einen Schuss verschwenden müssen. Ja, ja, aber zum Glück reagieren die Dinger ziemlich allergisch auf Blendgranaten. So. Ich könnte die TMP eigentlich mal. Nein, 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 nein. Die TMP-Munition werde ich noch brauchen. Das weiß ich. Das weiß ich ganz genau. Und hier ist noch Shit drin. Mir ist es einmal passiert, dass ich zu weit hier reingerannt bin. Das war echt fast schon wieder ein Reload wert, ey. Meine Güte, das war so extrem eklig, weil du kriegst sie dann nicht. Wenn sie erstmal in der Luft sind, dann hilft dir die Blendgranate auch nichts mehr. Deswegen musst du halt versuchen, die, so wie ich halt eben, so nah wie möglich an die ranzuschmeißen, damit du sie alle erwischst. Und wie gesagt, du kriegst eine Blendgranate zurück, also... Das Spiel möchte das. Da ist nichts... Wieso? Dass da gar nichts drin ist, ne? Meine Fresse.
Das ist echt, das ist nur hier so. Bei 5 und 6 ist in jeder Scheißkiste irgendwas drin. So. Ja, wir. Habe ich überhaupt genug Platz frei? Na, vielleicht muss ich vorher noch was verkaufen. Damit die andere Pistole Platz hat. Ich glaube, ich kann aber... Also ich verkaufe auf jeden Fall natürlich die Pistole, weil, ja, so. Die andere Pistole ist besser, die wir dann gleich bekommen. Ja, machen wir das einfach mal jetzt. Hi! Na? Kollege? Ja. Das geht aufs Haus, sehr schön. So, wo ist meine Pistole? Da ist die Pistole. Nimm. So, und dann bekommen wir hier nämlich die Punisher. Mit Feuerkraft schon um ein Level erhöht, weil wir alle Medaillen gefunden haben. Wie gesagt, das ist nicht die beste Waffe, nicht die beste Pistole von der Feuerkraft her. Aber sie kann durch Sachen durchschießen. Ne? Und das ist gut. Dinge, die durch Dinge durchschießen können, sind gute Dinge. So, Tune. Oh, wir brauchen die jetzt noch nicht wirklich Tune. Das Geld will ich lieber sparen und dann später ausgeben. So. Schon wieder falschen Knopf gedrückt. So, der sagt jetzt auch, genau, diese 9mm Pistole feuert eine Kugel durch zwei Gegner. Das heißt, wenn ich jemanden treffe und dahinter steht noch einer, dann geht das durch den zweiten Gegner auch noch durch und der trifft dann sogar den dritten dahinter. Und so ist es halt auch bei Schilden, ne? Geht durchs Schild durch und trifft dann den, der dahinter steht. Das ist halt schon echt ganz gut. Kann man mal, ne? So, ja. Das ist halt die einzige Pistole, die das kann. Die anderen Pistolen können das nicht. Bis auf die Matilda, die ist ziemlich gut, aber die hat, die ist erstens, nimmt die mehr Platz im Koffer weg, was dann später nicht mehr so schlimm ist, natürlich. Ja, aber ja, das ist halt eine spezielle Waffe und die bekommt man nur, nachdem man etwas Bestimmtes getan hat. Und wahrscheinlich auch erst nach dem ersten Mal durchspielen. So, hier war ich schon. War hier noch irgendwo die Leiter? Ist hier eine Leiter? Nee. Nee, hätte ich gesehen. Nee, gut. Dann war es das hier. Dann gehen wir wieder zurück. Ah ja, speichern. Boah, ganz vergessen. Speichern, 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 speichern. Speichern ist wichtig. Der Part wird ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit. Aber das wird schon. Das wird schon. So lange wird es jetzt nicht mehr dauern. So. Dann gucke ich mich nochmal um hier. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee. Ah, ja. Oh, der Abschnitt ist ein bisschen nervig. Ein bisschen. Aber vielleicht kommen wir da irgendwie durch ohne... Hm. Oder so, kein Bock drauf. Ich hasse Quicktime-Events. Lauf, Leon. Lauf, lauf. Schneller. Lauf. Nein, nein, falsch. Das... Oh Gott, doch nicht. Ne, ihr Fotzen. So. Ne? Da ist ja eine Schlange. Wie kommt die denn da hin? Süß. Machen wir mal, ne?
Boom, boom, boom. Even brighter than the... Alter, dieses Rumgeziele hier, ne? Ich glaube, da habe ich noch einen gesehen. Nee. Da ist einer. Hab ich doch richtig gesehen. Da hat sich doch was bewegt. So im Augenwinkel siehst du das dann, ne? Ah, krieg ich den Kopf weg? Jo, krieg ich. Nice. Da ist noch einer. Dich sehe ich, aber wie ich dich sehe. So. Bewegen wir uns mal ganz langsam vorwärts hier. Da. Ha, guck mal. Nein! Wo? Wer? Was? Ach, da unten. Kommst du jetzt noch? Hallo? Wo gehst du lang? Kannst du nicht entscheiden? Also ich bin hier, wo die Schlange ist. Ja, lass dir halt Zeit, meine Güte. Nein, noch eine Schlange! Oh nein, das tat weh. Vor allem, weil das eigentlich sogar, glaube ich, eine giftige Schlange sein müsste. Aua, sag mal. Hallo, ich war gerade mit der Schlange beschäftigt, Mann. Peniskäse. Ich bin tot. Dankeschön. Nom. Ja, meine Güte, nur eins, ey. Wer ist denn jetzt schon wieder hier in meiner Nähe? Na, eine Schlange. Was machen die ganzen Schlangen hier? Wohnt ihr hier? Digga. Ach, da seid ihr. Ja, kommt mal ran hier. Mir doch egal. Was? Ich bin tot? Ihr müsst da erstmal durch. Hihihi. Ach verdammt, hat doch nur einen getroffen. Schade. Das ist schon cool, dass die durch zwei Typen durchschießt. Da kann man echt Munition mit sparen. Ich glaube, hier ist noch einer unten. Und jetzt ist die Musik noch am Laufen hier. Da liegt auf jeden Fall noch was. Und unser Inventar ist voll. Das ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt gar nicht geil. Ich kann auch keine Waffe nachladen. Ja, dann nehmen wir die halt nicht mit. Ah, hi. Also ich will mir die... So hin, da hin. Ich will mir die Granaten echt aufheben. Für später. Die Musik hört auf und sie fängt wieder an. Das fuckt mich gerade echt ein bisschen ab, ey. Hä? Wo? Hä? Wo? Da! Geh da hin! Sag mal, das ist ein Nest hier oder was? Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Na gut, dann kann ich gleich Heilungskrampf nehmen und dann...
Geh weg. Ich will nicht mehr mit euch spielen. Geht weg. Nein, nicht Kaninchen. Was auch immer du sagst. Kann ich da hinten durch? Ja, ne, kann ich nicht. Schade. Wo bist du denn jetzt? Typ. Boah, ihr echt, ne? Ihr spielt hier nur auf Zeit, Mann. Ist ja noch einer. Wie viele hier sind? Meine Fresse. Der ist schon wieder eine Schlange. Ja, ja, du mich auch. Pfeife. Ich will die Radieschen nicht sehen. Meine Fresse. Schwere Geburt, ey. Das war hinter mir. Das bedeutet, hinter mir ist jetzt frei. Mehr oder weniger. Kann ich jetzt hier bitte einfach weg? Keine Lust mehr. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Ich will nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Und deswegen hasse ich diesen Abschnitt. Meine Fresse. Ich renne jetzt einfach weg. Kein Bock mehr. Lade nach. Nein, nicht dein Ernst. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Das ist scheiße eigentlich. Das eigentlich scheiße ist das. Eigentlich ist das relativ scheiße jetzt. Oh Mann. Da freue ich mich überhaupt nicht, ey. Da freue ich mich gar nicht. Rotes Kraut, direkt kombinieren. Weil wegen, ne? Weißt du Bescheid? So. Ach komm. Ach ja, übrigens, man kann Eier auch ausrüsten und werfen. Die machen nur leider keinen Schaden. Sie... Keine Ahnung. Sie heilen die Gegner jetzt natürlich auch nicht, aber... Ja. Nee. So, da ist der andere Polizist. Also, weg hier, schnell, und der Typ hat eine wasserabweisende Jacke. Polizei hier. Was war das denn? Hups. Tja, würde ich sagen, Rückflugticket nach Amerika bitte. Hallo? Möchte nicht mehr. Kann scheiß auf die Präsidententochter. Mein Gott, was ist das? Das ist doch nicht so schlimm, oder? Also, ich meine, was interessiert mich das? So, weißt du Bescheid? Hm, Goldarmreif. Ich hätte genug Geld für ein Rückflugticket mittlerweile, glaube ich. Die Waffen kann ich ja sowieso nicht mitnehmen. Gelbes Kraut. Sehr gut. Gleich kombiniert. Kombiniere. Ja. So. Und noch ein grünes Kraut. Dann
Nehmen wir auch gleich mit. So. Wir haben jetzt doch ziemlich gut Heilung. Das grüne Kraut werde ich versuchen nicht zu verschwenden. Ja, TMP erstmal benutzen. Besser ist das. Wir haben immer noch unser Erste-Hilfe-Spray. Ganz von Anfang. Vielleicht schaffe ich das ja, das so lange wie möglich zu behalten. Obwohl jetzt... gucken wir mal. Ich speichere jetzt ab. Und dann zeige ich euch noch was. Und dann beende ich diesen Part, denn der ist schon ganz schön lang, ist der. Oh mein Gott, ist der lang. Also, pass auf. Na hier, ne? Seht ihr? Ja? Man muss über den See rüber. Ihr wisst, was im See drin ist. Habt ihr eben gesehen. Und hier sind Fischis. Und diese Fischis kann man, naja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger angeln. Ne? So, machen wir mal kurz. Ups. Ja. Wisst ihr Bescheid? Das war natürlich Absicht. Ich bin nämlich relativ müde. Oh mein Gott. Ja. Und möchte jetzt ins Bett. Und deswegen mache ich jetzt aus. Und spiele morgen weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss.